Servus, Leute, willkommen zurück zu der Divinity. Ich hatte jetzt eine Stunde Pause, weil es hat einfach mal eine Stunde gedauert, bis das Video sich abgespeichert hat. Naja, so in etwa. Es ist jetzt 4 Uhr morgens. Ich habe jetzt nicht mehr Rosenkotz direkt als Hintergrund, sondern Rosenkotz der Freudenstachel, das eine Stunde und 27 Minuten dauert. Also mein Lord of Run. Deswegen werde ich auch versuchen, diesen Divinity-Part. Dementsprechend lange zu machen. Ah, mein Gesicht, seid gegrüßt. Was bringt euch denn hier? Seid auch gegrüßt. Was ist das für ein Ort? Wisst ihr das denn nicht? Es ist Rylor, die berühmteste Kriegergilde in ganz Avalon. Kann ich diesen Ort betreten? Sicher, jeder ist hier willkommen. Vor allem Leute, die möglicherweise noch viel im Schwertkampf zu lernen haben. entschuldigt meinen schlechten Witz. Fühlt euch hier wie zu Hause. Mein Name muss ganz oben auf der Liste der besten. Nein. Ja klar, man sieht sich. Ich möchte mich hier weiter umgucken. Vor allem mein Schreckensritter ist ein guter Schwertkämpfer, ja. Wenn er auch mal aufhören würde, irgendwelche armen Hühner zu killen. Nicht armseligen Hühner, sondern armen Hühner. Ja gut, ich kann das Hühnerfleisch auch gleich essen, wenn es sie umbringt. Ah, zu viel zur Festung, alles klar. Die haben kein doch Hühnerfleisch. Das bin nicht ich, das ist mein Typ. Der killt alles, nicht ich. Sammle das Fleisch an, damit es nicht schlecht wird. Ein Hase. Kaninchen. Greift das Kaninchen an? Ja, natürlich greift das Kaninchen an. Dann kann ich auch angreifen. So, Fleischmangel hat man hier keinen. Den definitiv nicht. Ich wollte gerade sagen, da ist doch was Rotes. Mann, Wolf. Tut mir leid, Wolf. Aber du stellst dich mir auch in den Weg, da kann ich nichts dafür. Willst du wieder Kaninchen und Hühner töten? Ja, dann töte eben. So macht man das. Loser. Das ist wieder Hühnerfleisch. Boah, meine Augen brennen. Es ist, weil ich müde bin. Keine Ahnung warum, weil ich bin vor nicht allzu langer Zeit aufgestanden. Also könnte sein, dass es daran liegt. Aber wahrscheinlich, weil es 4 Uhr morgens ist und ich irgendwie in so einem komischen Rhythmus da bin. Ey, du tötest echt alles, was dir über den Weg läuft, nicht wahr? Du vermaledeiter Ritter. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als das Fleisch mitzunehmen. Weil sonst sind die ganzen Tiere umsonst gestorben und das wäre unehrenhaft den Tieren gegenüber. Weil mein Typ da irgendwie alles töten muss. Was? Muss ich gar nicht. Sei ruhig. Ist das Hühnerfleisch da? Toll. So. Immer noch überladen. Ich habe doch jetzt zwei Dinger gegessen. Bitte laufen noch mehr Tiere rum. Ja, da mein Typ geht schon wieder los. Gewicht 10. Vielleicht ist ein Grafikbug oder so. Das sah zumindest so aus. Gutes Fleisch. Okay. Gut, dann bewege ich mich jetzt eben ein bisschen langsamer. Ich kann danach immer noch den Teleportstein dann nutzen und abhauen. Weil mein Ritter, der scheint mords viel Spaß da am Töten zu empfinden, so wie es aussieht. Aber selbst gegen Spinnen verlieren. Ich muss erst etwas ablegen. Ich weiß, dass ich überladen bin. Nein, nein, nein. Ich muss erst etwas ablegen. Sorry, Wolf.
Hier wird es übrigens gerade Tag. Oh, bin ich langsam. Da liegt auch Fleisch. Ich muss erst etwas ablegen. Sei ruhig, ich muss gar nichts. Dreck muss ich tun. Okay, ich leg was ab. Da, Teleportstein. Sind Sie zufrieden? So, ich glaube, ich sollte doch das ganze Fleisch verkaufen, weil es gibt hier tatsächlich mehr als genug Fleisch überall. Hast du Geld? Ja, fast 7000. So, das bewahre ich auf. Weg damit. Dem lila Trank weiß ich immer noch nichts. Oder violetter Trank, wie auch immer. Keine Ahnung, was der macht. Ich hebe ihn einfach mal auf. Gewicht 670, da ist ja auch kein Wunder. Gewicht 12, okay, das Brot behalte ich. Gewicht 90. Brot wiegt nicht so viel, zum Glück. Das ist eine ganze Menge Fleisch. Liegt da. Ist irgendein Buch zu verschoppen? Nö. Da unten der Trinkmixer. Mann, blöd, dass mir die Augen jetzt so brennen. Das ist bescheuert. Das ist wirklich bescheuert, dass mir die Augen gerade brennen. Wenn dem nicht so wäre, dann wäre ich fitter. Oh, was bleibt mir denn das übrig? So, das kommt mit. Noch einer. Guten Morgen, seht ihr diese Narbe? Für diesen Schnitt hat man 40 Stiche benötigt. Richtig, Küche. Zauberer, ich kann die nicht ausstehen. Sie tragen diese weiten Roben und ihre mickrigen Körper darunter zu verbergen. Ich wette, dass keine von denen beim Bankdrücken mehr als 100 schafft. Aha. Ihr seid komisch, Leute. Ausbilder, Schüler. Hallo, ich bin der Ausbilder. Superheilung, das kaufe ich dir auch gerne ab. Grüßt euch, könnt ihr meinen Kampfstil verbessern? Natürlich kann ich das. Das sind die Regeln. Wir kämpfen so lange, bis einer von uns seinen Schwertarm nicht mehr heben kann. Setzt alle Kampftechniken oder Tränke ein, die ihr habt. Selbst magische, wenn ihr wollt. Sollt ihr das Trainingsgelände verlassen, habt ihr verloren. Seid ihr fertig? Nö. Mhm. Schaut so, als ob der Ausbilder gerade verliert. Na, was bringt das? Nee, der motzt sich auch auf. Bringt das was? Das Kämpfe oder mein Trainingsgelände zu verlassen. Oh oh. Oh 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 oh. Der ist ganz schön mächtig, der Fatzke. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Ich glaube, er ist tot. Mann, lasst uns hoffen. Ich denke, ihr habt mich geschlagen. Bin nicht mal so schwer. Unverstanden, ich werde auch langsam müde. Grins. Musst du geben, dass ihr wirklich gut seid. Mein Glückwunsch. Ich hoffe, ihr könnt ein paar neue Taktiken beibringen. Was habt ihr? Vielen Dank fürs Training, Meister. Nein, nein, ihr seid der Meister. Ich danke euch. Wie wunderbar. Ich habe Verteidigung was? Ich habe jetzt gar nicht gelesen. Verteidigungsplus? Was? Stufe 3. Ah, das hat sich wahrscheinlich verbessert. Ah, ich verstehe. Ich meine, gut, ich habe jetzt einen ganzen Haufen Tränke ausgegeben, aber hey, das macht nichts. Für eine Fertigkeit habe ich das gern getan, außerdem habe ich Kohle ohne Ende.
Moment, hat das gerade. Das hat meine Mana gerade verringert. Alles klar. Danke. Kommt davon, wenn ich Weintrauben stehle. Ich stehe. Scheint eine Ritterfestung zu sein. Logisch, eigentlich will ich da in die Mitte reingehen. Darf ich das einfach so? Darf ich in die Mitte rein? Nein! Gut, dann gehe ich. Nein, ich sagte nein. Alrik. Waffenstände. So. Ich möchte eigentlich näher. Ich werde später mit euch sprechen. So, ich möchte den. Von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Seid willkommen. Was kann ich für euch tun? Wie kann ich handeln? Ich erbitte von der Gilde aufgenommen zu werden und von euch zu lernen. Ich kann zur Kriegergilde gehören? Geil. Oh, so viel Sache, aber ich kann ihn nicht beklauen. Was liegt mir noch alles? Oh, hier liegt eine ganze Menge. Ja, ich bin aber schon in einer Gilde. Gilde. Ich lasse das erstmal. Wird bestimmt noch Möglichkeiten geben. Ich bin zwar in der Diebesgilde, die mir eigentlich nicht so zusagt, aber hey. Was soll's? Ah, ich habe mir entdeckt. Das ist ja geil. Da ist sprechender Baum. Da, ganz knapp zu den Zwergenhallen und da Angriff der Bergtrolle. Oh. Gilde der Krieger. Lotus Homa soll das ja auch das letzte Gebiet sein. Oh, jetzt bin ich da. Das ist das letzte direkte Gebiet. Wo, ja, wo ich rumrennen kann. Das eine ist Flussheim oder wie es heißt. Dann gab es noch. Wer ist es und das ist das dritte. Guck nicht so doof. Du musst auch einstecken. Boah, da bebt der Bildschirm. What the fuck? Warum bebt hier alles? Man zeigt den Erdbeben oder wie? Scheiß Echsen, Leute. Der Drachen. Drache ist auch eine Echse. Eine überdimensionierte. Was, der ist tot? Na, warte. So. Irgendwas ist kaputt. Lalala. Ihr Penner. Warum sind diese Loser so stark? So, super Magie, danke. Yeah. Du wirst gleich nicht mehr yeah sagen, siehst du? Tod, den Ungläubigen. Ungläubigen Echsenmännern. Die Platten der Axt. Nee, nicht die Axt. Die haben meine Plattenrüstung fast zerlegt. Nur wartet. Natürlich werde ich meinen echt krassen Typen hier erzeugen. Wer kommt noch mit? Wer ist denn fit? Du bist fit. Ey, da unten wird gefetzt. Oh. So, jetzt reicht's. Scheiß Fanatiker, jetzt gibt's ordentlich eins auf die Omme. Ja, du mit deinem. Ah! Ja, tut wenig, wa? Hat er davon. Ja, das kommt weg. Ich glaube, ich werde jetzt größtenteils bei Skelett Beschwörung bleiben. Habe ich aber schon mal angesprochen. Oder geht's gar nicht hoch, okay.
Gehe ich jetzt erstmal nach links weiter, da wo ich zuerst war. Meine Augen brennen, ich würde mich am liebsten wieder hinlegen, aber das Problem ist, ich bin gerade erst aufgestanden, also warum brennen dann meine Augen? Wahrscheinlich eben deswegen, aber komisch. Oder er schlaft, den ich hatte, hat nicht ausgereicht. Das kann auch sein. Guck nicht so doof. Ist das gleich wie den WTF-Blitzspeer? Kann ich euch töten? Einfach so? Ne, natürlich nicht. Ihr wehrt euch. Hä? Der Blitzspeerhain ist weg. Noch einen kleinen Schluck. Ja gut, noch eins. So. Diese Typen sind... Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich auch nicht. Die Typen sind echt ganz schön knackig. Diese Echsenmänner. Echsenmänners, genau. Dann kommt die jetzt auf einmal. Ich meine, gut, lieber kämpfe ich gegen Echsenmänner als gegen Wölfe. Moment, hier bin ich doch... Zwergenhalle und da ist der Angriff der Bergtrolle. Also da, wo die komischen Bergtrolle angegriffen haben. Ich glaube, die hau ich jetzt platt. So, wo sind sie denn? Da. Nur den Abenteuerin, ihr seid angekommen. Ja. Na gut. Von einem Gemetzel, das erst vor kurzem hier stattgefunden haben soll, sehe ich keine Spur. Wo sind die Trolle? Wo ist das Lager? Ich wette, der ist einer. Mir scheint, unsere List hat Erfolg. Wir wurden geschickt, uns euer anzunehmen. Die Hexe schrieb euch auf das Genaueste und versprach uns für euren Tod eine reiche Entlohnung. Mhm. Sie sicher sein, dass ich die Gesuchte bin. Iona trug uns auf, nach einer Frau zu suchen, deren Aussehen ihre Einfältigkeit kaum wettzumachen vermag und die sich durchaus und die sich durch selbstständige Prahlerei hervortut. Wie ich finde, passt diese Beschreibung vorzüglich auf euch. Ihr nanntet mich einfältig? Ihr habt eure Zeit damit verschwendet, mit eurem Plan, mir einen Plan zu verraten und es mir so gestattet, meine Waffen zu ergreifen. Allein Dreck kann dümmer sein als ihr. Ah, genug, ergreift sie, sie darf diesen Ort nicht lebend verlassen. Eine Schande, meine ruhmreiche Kampfkraft an euresgleichen zu verschwenden zu müssen. Kommt mal mit. Männers. Seid ihr stark? Nee, seid ihr nicht. Oh. Ja, ja. Oh, der eine ist fast tot. Gut, der ist tot. Kann gar nichts. Nun zu dir. Was denn? Ist Saphiro gerade? Ihr habt nichts gehabt. Ihr wart schwach. Verrat. Das ist der sogenannte Angriff der Bergtrolle auf die unschuldige Familie hat niemals stattgefunden. Saphir und seine Partner wurden einfach nur dafür bezahlt, mich in den Hinterhalt zu locken und umzubringen. Ja. Und jetzt ist sie selber tot. Das haben sie aber davon. Ist da noch irgendwas? Nee. Die Leute haben jetzt erstmal ordentlich auf die Semmel bekommen. So. Ab da davon. Ich habe den Namen zuerst nicht erkannt. Erst als ich den Namen Saphiro gelesen habe, habe ich Bescheid gewusst. Da wusste ich schon, okay, ich weiß, was die Leute wollen. Oh Gott. Da haben wir die Waldtrolle. Die Waldtrolle? Bergtrolle? Machen die Schaden. Seit sind das viel. Jetzt wird's richtig Diablo-like. Nee, ich muss einzeln gegen die kämpfen, sonst verliere ich.
So. Kann ich die einfrieren? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Oh, der ist tot. Brenn nieder, himmlischer Waldtroll. Fresst Feuer. Brennt nieder. So, habt ihr davon, wenn ihr euch mit mir anlegt? Habt davon, wenn ihr meinen geilen Böslingsdämonenritter hier angreift? Bla bla bla, Schnauze, du musst dich gar nichts. Kommst du mit oder kommst du mit? Kann ich ja beide mitnehmen. Nee, du da hinten. So, habt ihr irgendwas zu melden, ihr komischen Bergtrolle? Waldtrolle, auch auf so zu blinken. Ich speichere schon wieder, ne? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte auf die Karte gucken. Oh, meine Augen brennen. Ist doch nicht auszuhalten. Fängt an zu den Zwergen heilen. Hallo, wie geht's denn so? Du wirst jetzt ordentlich einstecken müssen, mein Freundchen. Boah, hab ich Erfahrung. Pilze. Ich werde einfach mal ein paar Pilze verspeisen und daran Durchfall und so bekommen. Kann ich mir in meinen Rock machen oder keine Ahnung, ist das überhaupt ein Rock, was ich dann habe? Halt die Schnauze. So. Oh. Nett. Die große Flasche brauche ich zwar nicht, aber die bringt Geld, wenn ich sie verkaufe. Und da stehen noch zwei. Und da auch. Los, auf sie! Oh, da sind noch mehr. Ich helfe euch. Ja, da. Da hinten ist aber auch geschwächt. Oh, jetzt muss ich meine Skelette allein kämpfen lassen. Tut mir leid. So. Ich werde es so machen. Ich werde die Trolle da gerade in den Hinterhalt locken. So, das sollte passen. Na, wie geht's euch? Guck mal, was ich hier zaubern kann. Ha 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 ha. So, jetzt sollte ich sie angelockt haben. Leute, euer Einsatz. Natürlich ist der Schreckensritter ganz hinten, der Feigling. Oh. Hört auf, eure Scheiße nach mir zu schmeißen. So, ich hack euch in Stücke. So, nun du. Na toll, gegen zwei. Darf ich überhaupt noch an? Ja, jetzt nicht mehr. So. Und zu dir. Ja, ich muss sagen, die halten ganz schön aus, diese komischen Typen. Und der ist fit. Das heißt, du kommst mit und der Ritter kommt mit. Baue ich mir ein Schild auf von neuen. Ja gut, vielleicht ihm auch. Und ihm. Und ihm. Und dann geht's weiter. Los, Mannen. Ja, wo ist der Letzte? Oh, ihr seid ja ätzend. So. Kommt da. Auf ihn. Ich helfe euch. So eine in den Hinterhalt locken Taktik ist eigentlich gar nicht so blöd. Hallo, ich will dich zerhackstückeln und zerschaschlicken. Toll, ein Skelett hat ihm den Gnadenstoß gegeben. Meine Waffe ist zwar stark wie Sau, nur ein Schreckensritter ist es nicht. Aber ich treffe nicht. Das ist das Problem. So. Ich müsste den echt irgendwie verschärfen.
Kommst du auch mit? Hallo, Schreckensritter. Du auch. Ich bin erschöpft. Sei ruhig. Du bist gar nichts. Warum kommt er nicht mit? Nur ein Skelett kommt mit. Auf jeden Narren. Mit da? Hallo. Da ist auch ein kleiner Gang, aber der bringt mir gar nichts. Keine Ahnung, warum die beiden mir nicht folgen, WTF. Brennt! So, jetzt habe ich sie angelockt. Ist das gut, jetzt renne ich zurück. Da hinten ist mein Skelett, okay, ich habe es gesehen. Da, ja, der da. Brennt! Ein Apfel? Apfel. Schön. Die Bergtrolle haben keine Chance gegen Magie. Oder nicht gegen Feuer. Das ist auch einer. Ja, tut gut, nicht wahr? Jetzt diese Zwergenhallen. Muss noch hier irgendwo sein. Ich glaube, das sind sie. Zumindest sehen sie jetzt ja zwergenhallig aus. Ich muss mich ausruhen, ehe ich einen weiteren Zauberspruch anwenden kann. Skelett, kannst du sie mal kurz aufhalten? Komischer Waldtroll, weg da. Naja, toll. Ich finde, dass ich jetzt natürlich nichts getroffen habe. Freies Feuer. Wow. Die habe ich jetzt bei lebendigem Leibe gegart. Aber natürlich, wie wunderbar. Was nehme ich denn? Konstitution wäre nicht schlecht. Oder Gewandtheit, damit ich wenigstens mal was treffe. Okay, Lebenskraft. Schaden gibt dann, wie viele Schadenspunkte du mindestens und höchstens beim Angriff verursachst. Ja. 45 Wahrscheinlichkeit, ein normales Monster Stufe 30 zu treffen. Attacke 37. So. Noch 40. Ja gut, so viel hat das jetzt nicht gebracht, aber egal. So, ich kann jetzt meinen Typen verschärfen. Stufe 26. Herrlich. Oh, herrlich. Danach wäre es 32. Ich könnte noch schärfer machen. Sie noch mehr verstärken. Ich mach das. Stufe herbeigerufener nicht tierischer Wesen steigt um 3. Moment, der hat jetzt Stufe 26, wenn ich das jetzt nehme. Das tat gut. 26, verdammt. Nein, egal. Macht ja nichts. Sind wenigstens meine anderen Viecher stärker. Meine Skelette. Stufe 20. So, mein Ritter, der kommt jetzt her. Oh, geil. Ich bin der noch bessere, verstärkte Ritter. So, du wirst mir jetzt folgen. Alles klar, dann mache ich aber noch ein Skelett, das mir folgen wird. So. Folge mich. Sagt, du sollst mir folgen. Warum will mir das nicht folgen? Zwergenhallentor, das sieht aber echt edel aus und auf der Karte wird es auch
speziell angezeigt. Das heißt, das muss was zu bedeuten haben. Ih! Weg, verrecke. Wie viel Schaden habe ich gerade genommen? Oh, der bekommt wenig Schaden. Ich helfe euch mal. Lalala. Der Schreckensritter. Sieht schon besonders aus hier auf der Karte. Das werde ich mir schön aufheben. Denn ich möchte die anderen Gegner auch erkunden. Was mir aufgefallen ist, ich lege mich kaum noch in mein Bett. So von wegen, ja, ich gehe jetzt pennen. Tralala. Ich saufe fast nur mehr Tränke und esse Fleisch und Hühnerfleisch und dergleichen. Also hier im Spiel natürlich. Will ich gar nicht rein. Kann jemand gucken, wie lange läuft der Erkreisfreund? Ich dachte schon 31 Minuten. Das heißt, diese Aufnahme geht auch so in etwa 31 Minuten. Schön, wenn ich so einen Vergleich habe, nicht wahr? Was nehme ich erst? Nein! Kurz weiterentdecken. Oh je, 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 was ist denn hier kaputt? Sucht ihr Stress? What the fuck? Ihr bebt echt alles. Ich brenne euch alle nieder. Mir egal, ob sie aufgebraucht ist. Todesrubin-Amulett. Autsch. Ja, jetzt reicht's. Hör auf, deine Scheiße nach mir zu schmeißen. Jetzt bist du derjenige, der tot sein wird. Ja, meine ganze Armee ist tot. Macht aber nichts, weil ich kann sie ja jederzeit wieder beschwören. Hallo, willkommen zurück, Verderbensschreckensritter. So, und du wirst mir folgen. Warum gehorchen die mir manchmal nicht? Kann sein, dass dieses Dudüm nur bis zu einer bestimmten Stufe geht. Nee, der scheint nichts zu machen, um mir zu helfen. Giftwolke, vielleicht sollte ich das mal auf dich schmeißen. Und das vergiftet mich ja auch. So. Oh. Blitzhexe. Ja, das scheint denen nicht so, so deutlich weh zu tun. Die werden mir bestimmt folgen. Mein Schreckensritter steht schon bereit, um dir auf die Fresse zu hauen. Dass ich mir irgendwie stärker vorstelle. Die Karotte macht gar nichts. So, hör auf. Gut gemacht. Flügelhelm. Was gibt's hier noch so alles? Wie sieht es denn auf der Karte aus? Ja, komisches. Komische Entdeckungsform habe ich da gerade. Und nee, nicht schon wieder so ein komischer Gipfel da. Müsste mir echt eine Entdeckerstrategie ausdenken. Komm her. Scheiße, das Viech ist stark. Schreckensritter, kümmere dich drum. Was soll der Blitz überhaupt? Irgendwie hat der nichts wirklich geändert. Oh, da ist eine Echse. Oh, da ist noch eine Echse. Leute, euer Job. Oh, der Blitz, der war gerade One-Hit gegen den Echsentyp da, den ich jetzt auch auf die Fresse hauen werde. Nein.
da sind noch mehr Echsenmänner. Hallo, ne? Oh, da sind noch viel, viel mehr Echsenmänner. Leute, macht euch bereit. Ich habe eine übermächtige Waffe und trotzdem bin ich so feige. Ja gut, ob sie übermächtig ist, habe ich keinen Plan von. Ich regeneriere mir auf jeden Fall Lebenskraft, so viel weiß ich. Ich habe nämlich gerade darauf geachtet. Hallo, scheiß Hexe. Oh, da ist noch einer. Du geh mich! Und natürlich meine Freunde. Gegen dich und deine Freunde. Wohl angemerkt. Vielleicht sollte ich mich später nach der Aufnahme echt nochmal ein bisschen hinlegen. Und mein Ritter ist tot. Los, schnappt ihn euch. So, mein Schreck ist mit, der kommt hier hin. So. Jetzt folgt er mir wenigstens wieder. Komm mit, Ritter. Wir müssen den Leuten das Fürchten lernen. Hörst du auf? So, hör auf rumzubeben. Ach du Kacke. Wie geht, geht. Auch mein Skelett als Schutz. Oder vielleicht noch ein Skelett als Schutz. So. Jetzt gingen sie durchs Feuer und jetzt müssen sie sich durch meine Skelette durchboxen. Jetzt endlich bei mir sterben. Und ich habe Bernstein gefunden. Geil. Wie geht? Ich habe schon wieder so eine laufende Nase. Ich hasse das. Vor allem im Aufnahmen hasse ich es. Ach komm, verreck. Scheiß Echse. Der Schreckensritter ist auch gleich tot. Mann, ich hasse es, eine laufende Nase zu haben. Das ist ätzend. Vor allem während der Aufnahme ist es ätzend. Sei ruhig auf den billigen Plätzen. Einfach mal krass verbrennen, diese ganzen Echsenmänner. Weil das ist ziemlich groß. Und hier kann ich wenigstens einige Level erfahren. Da merkt man auch, erreichen. Da merkt man auch, dass ich tiefer in den Wald komme. Weil erst waren es nur Wölfe und Riesenspinnen meine Gegner. Jetzt werden es Drachenfanatiker und. Oh. Ich will weg hier! Blöde Schlampe, brauchst nicht weiter schlagen. Oh. Ich verstecke mich hinter meinen Leuten. Ein wahrer Krieger versteckt sich immer hinter Stärkereien. Ha 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 ha. So. Hier. Ich bräuchte vor allem noch bessere magische Fähigkeiten. Weil mit diesem Feuer hier, das ist zwar ganz gut, aber ich bräuchte dann doch etwas, was ein bisschen mehr Feuer hinterlässt. Ein bisschen mehr Zunder hat. Naja. Wagst es, Echsenmann? Da ist noch einer. Du gegen mich. Ja, komm her. Ja, gegen Feuer habt ihr keine Chance. Ihr seid anfällig gegen Feuer, meine Freunde. Da unten ist eine Hütte, habe ich glaube ich gesehen. Ja, ein Haus. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder überfallen oder aufs Ohr gehauen. Weil ich eine Frau bin. Jeder will mich übers Ohr hauen. Jeder will mich ins Bett kriegen. Eremit. Moment, du bist eine Frau. Geil. Oh, eine Frau. Geil. So. Hallo. Ne, du bist ein Kerl. Overworld Sprite sieht aus wie eine Frau. Achso, es ist der Bart. Seid gegrüßt, Abenteuerin. Man nennt mich Quintus Noramond. Ich habe lange Zeit auf euch gewartet. Darf ich fragen, weshalb ihr mich erwartet habt? Ebukadzan, der Erdgott,
hat mir von eurer Ankunft berichtet. Er sprach mit mir durch den Wind, berichtete von einer großen Kriegerin, die den Untergang des Waldes verändern wird. Ich bin eine Zauberin, keine mächtige Kriegerin, alter Mann. Aber ihr seid bewandert in der Kunst der Kampfmagie. Stimmt, oder etwa nicht. Also seid ihr eine Kriegerin, mit eurem Herz und mit all euren Fähigkeiten. Die Tatsache, dass ihr hier seid, ist ein deutliches Zeichen des Erdgottes. Wollt ihr mir nicht helfen, den Pirscher zu besiegen? Ich muss erst vor allem meine Jacke los. Ich muss meine Kinder reinziehen. Weil ansonsten fühle ich mich sehr, als ob ich gebraten werde. Aber andererseits kriege ich durch die Nase kaum noch Luft. Das fing irgendwie heute wieder an. Weil erst war alles in Ordnung, dann so gegen, 14, 15 Uhr war meine Nase so zu, dass ich kaum noch Luft bekommen habe, egal was ich getan habe. Dann etwa so um 18 Uhr war es wieder ein bisschen besser, weil da habe ich mich dann in etwa hingelegt und seitdem ist es irgendwie, ja, geht so. Erzähl mir mehr von diesem Pirscher. Er ist ein Dämon von unersättlicher Gier, der durch den Wald streift und die Schönheit und Ordnung der Natur schändet. Ist euch nicht aufgefallen, dass es in dieser Gegend kaum noch Tiere gibt? Selbst die alten Bäume, die schon seit Generationen hier stehen, sterben langsam. Ebu Katzzahn sagte, dass ihr den Frieden wiederherstellen werdet. Stimmt, ich habe doch gesagt, am Anfang des Waldes, ja, da gab es Wölfe und Spinnen. Jetzt gibt es irgendwie nur mehr Echsenmänner. Deswegen, ja, das habe ich doch gerade eben angesprochen. Als ob ich in die Zukunft geguckt hätte. Meine Nase tut so weh. Die brennt wie Hölle. Verdammt. Meine arme Nase. Vor allem im Winter habe ich ohnehin irgendwie Nasenprobleme immer. Ich bin so leicht erkältet, naja. Mach doch keine Sorgen, alter Mann. Ich werde mir diesen Dämon vornehmen. Wo ist er zu finden? Interessiert mich nicht für dieses Dämonenmärchen eines alten Einsiedlers. Geht doch mal selbst nicht fertig. Nein. Seine Höhle liegt im Südwesten. Norden, Südosten, Westen. Also links unten. Der Eingang befindet sich am Ende einer Schlucht. Ihr werdet den Gestank seiner Höhle riechen. Lange bevor ihr sie sehen könnt. Der Pirscher jagt es nachts und schläft am Tage. Soll euch also ein leichtes sein, ihn zu vernichten. Na, würde behaupten, einen Dämon zu töten wäre eine einfache Angelegenheit. Ja. Der Pirscher ist ein niederträchtiges Ungeheuer. Viel Glück, Abenteuerin. Aha, Pirscher töten. Ja, den Pirscher töten. Darf ich da rein? Geil. Ich kann dich beklauen, gnadenlos. Ich kann dir den Bronzenschlüssel klauen. Hau ab, Stuhl. Du auch, Eimer. Ich will da doch nur vorbeigehen. Ist denn das echt zu viel verlangt? Verpiss dich. Stuhl? Wo liegt dieser blöde Holzpfeil? Hat halt einen Gegenstand. Ist da was drauf? Oh. Geil. Was wird das sein? Ist da viel? Nee, ist es gar nicht. Meine Maus spinnt ein bisschen. Das ist blöd. Oh, wie wunderbar. Lass mich raten dafür. Herrlich. Boah, herrlich. Magier, Holzfällerachst. Und Soundbugs sind auch wieder mit dabei. Geil. Oh, meine Nase tut weh. Schaden 40 bis 80. 50 zu Magie. Das ist schwach. So, und ich habe jetzt keine magischen Tränke mehr. Warum bist du schon wieder weg? Ich habe zwar genug Magie, aber glaube ich zumindest, dass es genug ist. So. Hier decken wir mal weiter. Hallo, ich habe das Skelett ausgerüstet. Danke. Gucken wir jetzt mal weiter um hier. Diese Typen, die mich überfallen haben, die sind diejenigen, die
einstecken muss, nicht ich. So, gucken wir mal auf die Karte. Ja, das sieht doch ganz in Ordnung aus. Wo ist denn der Pirscher? Da? Grüne ist Pirscher, okay, links unten. Eigentlich habe ich jetzt noch gar keine Lust zum Pirscher zu gehen und in das Fell über die Ohren zu ziehen. Vampir-Ghoul? Was ist denn das da? Leidest du am Gift? Oh, das ist natürlich schön blöd, weil da mache ich meine eigenen Skelette gerade platt. So, verreckt. Ich weiß, ich habe meine eigenen Skelette vergiftet, tut mir leid. So, schnappt ihn euch. Braucht gar nicht yeah sagen. Oh, da ist auch einer. Da hinten schießt auch einer und da ist auch einer. Hör auf, mit deiner Scheiße nach mir zu schmeißen. So schmeiß ich mit meiner Scheiße nach dir. Das wird dir wesentlich mehr wehtun als mir. Oh, Millionen Echsenmänner. Wieder eins dieser komischen Dinger da. Alter, jetzt reicht's. Hört auf. Meine Nase. Das ist schlimm. Ja, jetzt ist mein Ritter tot. Jetzt machen meine Skelette dich platt. Oh, meine Nase läuft und brennt wie verrückt. Au. Ah, das gibt's nicht. So komme ich ja nie weiter. Verdammt. Es fällt mir das Handtuch runter. Vielleicht tut auch das Handtuch meiner Nase nicht so gut. Oh. Könnte natürlich auch sein. Ich habe keine Magietränke. Das ist nicht gut. Scheiße, das war der falsche Trank. Ach, ist doch Wurst. So. Du kommst mit. So. Sollen wir da noch ein bisschen weiter gucken? Den schwarzen Fleck da, danke. Kann ja wissen, vielleicht finde ich hier irgendwas, so wie das da. Altkolben ist zwar 0815, aber hey, besser als gar nichts. Nicht wahr? Ey. Ja, legt euch mit denen an, nicht mit mir. Ich guck mich weiter um. Yeah. Und tot. Moment, oh, da ist schon einer meiner Leute draufgegangen. Ein Schreckensritter. Ah, da ist der Teleporter. Gut, dann porte ich mich mal weg. Friedhof. Jetzt meine Ernst, jetzt war ich lang genug unterwegs. Jetzt sollten die Stadtleute hier eigentlich wieder Magietränke drauf auf Lager haben. Oder? Oder vielleicht sogar so ein oder andere Buch. Oh, Magie, danke. Nee, du hast nix. Hast du Geld? Nee. Dann gebe ich dir nur das und ein bisschen Gold. So. Wenn man bedenkt, wie viel Kohle ich habe, WTF. Ja, danke. So, erstmal das. Das ist wichtiger. Oh, danke. Wie viel Geld hast du? 2600 blödsinnsmäßig. Gebe ich dir die. Du gibst mir auch ein bisschen Gold. So, jetzt ab zum Tränkemixer. Der irgendwie die wichtigste Person in der Stadt ist. Keine Ahnung, ob der Arzt das auch kann. Würde zumindest Sinn ergeben. Du hast immer noch deine komische Jade-Halskette da. Oh, 11 Tränke, geil. Du hast ganz schön viel geschuftet, mein Freund.
Yes. Sieht doch noch was aus. So, was gebe ich dir dafür? Wo ist denn die leere Flasche von vorhin? Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Attacke. Ja, aber nee. Ja, aber nee. Was für ein Sinn. Der Apfel kann auch weg. Leere Flasche. Große leere Flasche. Weg damit. Panzerhandschuhe brauche ich nicht. Lila Trank. Immer auch keinen Plan, was der macht. So, der Rest. Ja, gebe ich dir Gold. Dürfte passen. Ja. Kein Ding. So. Oh. Das ist so schlimm, die tut so weh. Die brennt wie Hölle. Dumm. Bilder der Krieger. So. Da ich aber keine Lust habe, ein Krieger zu werden, vielleicht hatte ich diesen komischen Schleimexer-Viech, was weiß ich, was das ist, töten. Ein Wildschwein? Wartet. Tut mir nichts zu leid, ich bin nicht, was ich zu sein scheine. Was? Ja, ich erwarte eine Erklärung. Ich bin kein Jäger. Ich wurde gegen meinen Willen dieses Tier verwandelt. Ja, na toll, wenn ich jetzt die Nase so hochziehe, tut das der Nase auch nicht so gut. Ja, das tut dann nur weh. Und ich sehe hier gerade, dass meine Nintendo Wii Motion fast von der Nintendo Wii runterfällt. Na gut, solange dem nicht so ist. Also falls ihr irgendwas zu Boden fallen hört, das war dann die Wii Motion. Bin kein Eva. Ich wurde gegen Was ist jetzt geschehen? Wer hat das getan? Bin kein Magier. Wenn ich es aufziehe, künstlich, dann tut das meiner Nase nicht so gut. Ich weiß nicht, wie das Werk vollführt wurde, aber der Name dessen, der diesen dunklen Zauberspruch wob, ist Boratus. Er trägt die Verantwortung für diese Tat, Grunz. Gibt es einen Weg, wie ich euch helfen kann, eure ursprüngliche Form wieder zu erlangen? Von solchen Dingen weiß ich nichts. Ich bin, wie gesagt, kein Magier, Grunz. Aber wenn ihr euch in seinem Haus ein wenig umsehen könnt, vielleicht findet ihr dort ein Mittel, um mir zu helfen. Seid jedoch sehr auf der Hut. Boratus ist ein mächtiger Magier, Grunz. Wo finde ich sein Haus? Es liegt tief im Wald südöstlich, Südosten, okay, rechts unten von hier. Eins weiß ich, das Haus hat einen geheimen Keller, Grunz. Und am Eingang zu finden, müsst ihr ein Bild an der Wand bewegen. Es gibt dort unten noch weitere Tiere, Grunz. Ich könnte als einziger entkommen. Und gut, ich werde sehen, was ich für euch tun kann. Ich werde diesen Magier mal ordentlich platt machen. Böse Verhandlung. Ein Eber, der sprechen kann, hat mir eine unglaubliche und sehr beunruhigende Geschichte erzählt. Es gibt einen bösen Magier, der Leute in Tiere verwandelt und sie als Schlachtvieh verkauft. Ich weiß nicht, ob ich eine so fantastische und grausame Geschichte glauben soll. Das Haus dieses bösen Magiers soll im Südosten liegen. Vielleicht kann ich der armen Eber eine Heilung finden. Für den armen Eber eine Heilung finden. Gut, das ist hier, oder? In den sprechenden Baum. Haus von Boratus, okay. Alles der Reihe nach. So, ich rüste mich lieber aus, weil da unten kommt natürlich ein Echsenfacker. Meine Skelette werden meinen Schreckensritter ordentlich unterstützen. Ja, mein Schreckensritter ist im Zweikampf ungefähr so stark wie so ein Drachenvieh-Echsen-Typus. Hörst du auf, deine Scheiße nach meinem Krieger zu schmeißen? So, ein weiteres Skelett. Geht nicht auf mich, geht auf die anderen. Sonst hau ich euch auch. So. Hier ist noch so ein Blitz. So eine Blitzhexe. Sag mal. Könntet ihr aufhören? So. Jetzt kümmert euch gefälligst um die Skelette.
euch auszuhalten mit euch. So, jetzt hörst du mal auf, du einzelne Echse. Schieß noch einer seine Steinchen auf mich. Na warte, ich werde dir leer mit Steinen zuschmeißen, wenn mein Glashaus sitzt. Nee, wer im Glashaus sitzt, sollte ich mit Steinen werfen. So. So. Echsen. Ihr seid ganz schön penetrant und dreist. Oh, ich sollte mein Schild wieder aktivieren. So. Shield activated. Könntest du aufhören? Yeah. Das bist du. Niemand bringt meinen Schreckensritter um, ohne dafür selber getötet zu werden. So. Sag mal, bist du irgend so ein Echsen-Kack-Magier? Was macht das überhaupt? Supermagie und Kampfstab. Danke. So, ihr kommt jetzt mit, ihr drei. Ich will den Auftrag, den ich gerade eben bekommen habe, den will ich erfüllen, eigentlich. Das mit den verwandelnden Tieren, das würde ich dann auch ganz gern jetzt machen. Zu viel zu tun, so wenig Zeit. Weil der Typ da oben wieder mit seiner Scheiße nach mir schmeißt. Ich kann auch zaubern und mein Zauber ist ein bisschen stärker als euer Popeldings da. So, kümmert euch um ihn. Moment, ist mein. Jetzt reicht's langsam. Das gibt's doch nicht. Kann ich den nicht zum Eremiten locken? Das ist vielleicht gar nicht so klug. Was ist, wenn die den Eremiten killen? Scheiß Echsenmagier. Der Schreckensritter bloß ein bisschen stärker wäre, aber es ist er irgendwie nicht. Er ist zwar ganz in Ordnung, aber das war's auch schon. Vielleicht muss ich ihn mit passiven Fähigkeiten noch mal verschärfen. Ja, Blitzhexe. Leck mich doch. Verrecke einfach. Ja, dieses Erdbeben, das nervt volle Kanne. So, jetzt reicht's mir jetzt. Werdet ihr gegen mehrere kämpfen müssen. Lalalala, jetzt ist Schluss hier. Die elenden Echsen. Viecher. Ernst. Nervig sind diese Biester überhaupt. Mir werden yeah, weil sie sich für cool vorkommen. Als ob sie irgendwelche Rapper wären. So, yeah, wir sind die Echsenrapper von der Dunkelwaldhut. Mhm. Was für Rapper. Live vom Wald. Gut. Da unten, Höhle des Pirschers. Ich lese immer versehentlich Pfirsich, dabei hat es nichts mit Pfirsich zu tun. Vielleicht sollte ich lieber hier nochmal so einen Safe wagen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber vielleicht auch noch so ein mega extra geiler Safe. Mega extra geiler Safe, mhm. Mittlerweile 4 haben. So. Wo ist der Pirsch? Moment, er hat doch von einer Höhle gesprochen, dieser Eremit da. Was ist denn das da, eine Biene? Warum greifen mich die ganze Zeit irgendwelche Tiere an? Was soll das? Das
bist auch einer dieser Leute, die verwandelt wurden. Du bist bestimmt der Händler, der mir damals nicht das verkauft hat, was ich haben wollte, nicht wahr? Ich finde das langsam lächerlich, dass ich Bienen nicht treffen kann. Ich meine, gut, die sind klein, die fliegen schnell herum und so. Jetzt reicht's. Ja, deswegen auch. Lasst mich in Ruhe, ihr Kackviecher. Das ist doch nicht wahr. Wie können ein paar kleine Dinger so nervig sein? So. Bring ihn um. Ja, bring sie um, meine ich. Die Biene. Gut, ich gehe schon mal weiter und lock die nächste Biene an, okay? Oh, da sind noch ein ganzer Haufen Bienen. Was? Wieso zum Geier ist mein Schreckensritter tot? Sag mal, wie schwach ist der überhaupt? Der hat 7 Level mehr als so ein Skelett. Glaube ich, oder? Wollte ich gar nicht. Skelett hat Stufe 20. Der hat Stufe 26. Na gut, die Skelette sind ja auch zu fünft und er ist alleine. Da sehe ich das ein irgendwie, aber trotzdem finde ich das irgendwie lächerlich. Und er müsste eigentlich so overpowered sein. Aber egal, lassen wir es. Das wird gut sein, es bringt ja nichts, sich darüber aufzuregen, weil diese Biene da ist. Ja, verfolg mich nur, denn ich lock dich hier einen Hinterhalt. Los. Da könntest du nochmal zaubern, danke. Guter Ritter. Mehr Bienen? Ja, da. Komm mit. Totale Feiglingstaktik, aber der Hinterhalt ist der geilste überhaupt. Hehehe. Es geht ja nichts über den Hinterhalt. Das, was die Feinde mit mir machen, mache ich mit ihnen. Ui, okay, zwei. Komm, 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 komm. Ja, der eine ist stehen geblieben. So. Jetzt kommst du trotzdem durch. Leck mich doch am. Nee, Moment, du bist der andere. Los, auf sie! Ja, gut, Zauber. Keine Ahnung, warum du öfter jetzt zauberst, aber das finde ich gut. So. Ich müsste auch bald mal da sein, oder du nicht? Ach nein. Leute, euer Typ ist gefragt. Los. Hinterhaltattacke. Die andere Wespe muss ich auch herlocken, so. Was macht das Skelett da oben? Wie bist du da hochgekommen? Das ist ein Grafikbug. Wahrscheinlich ein Grafikbug. So, jetzt habe ich dich angelockt. Komm, komm. Leute, auf es. Auf sie, meine ich. Ich rühre keinen Finger, oder doch mache ich. Ich will dich auch tot sehen. Mein Schild lässt gleich nach. Schon wieder? Ich muss vor Bienen abhauen. Ich muss vor Bienen die Flucht ergreifen. Was bin ich für ein Held? So gut. Mein Schreckensritter stirbt auch von Bienen. Ich meine, der Name sagt schon alles aus. Schreckensritter. Dann wird er von der Biene gestochen und fällt tot um, weil er eine allergische Reaktion hat, oder wie? Jetzt reicht's mir, ich renne nicht mehr weg. Ich muss mich ausholen, ehe ich einen weiteren Zauberspruch anwenden kann. Wo ist denn diese Höhle? Da ist Biene. Ist noch eine Biene, da sind noch viel, viel mehr Bienen. Ja, ich weiß, ich muss einstecken.
Leck mich am Hintern. Los, schnappt sie euch. Diese Kackbiene da. Geht mir so auf den Poppes. Ich greife doch an. Warum macht sie nichts, die Frau? Das verlief jetzt echt nicht nach Plan. Dann müssen wir dich neu laden, oh ne. Das ist der Abusing und sowas mag ich nicht. Vor allem, weil ich es nicht mag. So, was haben wir denn sonst noch? Das ist passiv, ja. Passiv, bla 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 bla. Noch mehr Wespen, die ich anlocken kann? Ja, da. Los. Tötet sie. So. Kann sein, je höher das Level ist, desto stärker ist der Blitz und desto öfter macht er ihn. Von diesem Schreckensritter. Leute, ich werde von einer Biene verfolgt. Kammerjäger. Hihihi. Gut gemacht, Leute. Es ist doch hier, glaube ich, oder? Ne, hier ist eine Seitengasse, oder wie? Wenn ich nicht ständig vor Bienen davon rennen müsste. So lächerlich, ich bin so eine Witzfigur als Held. Oh naja, ich spiele ja auch Beschwörer mit magischen Fähigkeiten. Ich bin ja eigentlich keine offensive Figur. Das Positive ist, ich kann meine Figur eben auch offensiv einsetzen, weil ich einfach eine starke Waffe habe. Ich treffe nur so gut wie nicht. Das ist es. Was mir ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht, nicht schon wieder. Leute, los. Auf sie. Müsste doch jetzt hier irgendwo sein, oder? So, da ist die Höhle des Pirsches. Das heißt, ich renne hier einfach im Nix herum. Na, ganz offensichtlich bin ich hier falsch. Das heißt, ich muss zurücklatschen. Ja, immer mal ein bisschen entdecken, nicht wahr? Eigentlich ist das Klügste, wenn ich meine Armee irgendwo hin platziere und dann die Feinde anlocke. Also sprich, sie in meine Armee reinlocken. Das ist eigentlich ganz klug. So. Ist hier irgendwo noch ein Feind? Ja, du, Echsenmann, komm mit. Du wirst jetzt ordentlich einstecken. Da ist er. Rah, rah. Ich bräuchte mehr passiv-offensive Zaubereien, damit meine Verbündeten diese ebenfalls einsetzen. Das wäre zumindest praktisch, denn wenn zum Beispiel mein Schreckensritter Feuerschaden oder so hätte oder Blitzschaden oder was weiß ich, ich glaube, dann kann der doch ganz schön gefährlich werden. Vor allem Resistenzen bräuchte ich mal dringendst. Ich meine nicht nur wegen mir, sondern auch wegen meinen Figuren hier. Hier müsste auch irgendwo dieser Pirsche sein. Dieser Pfirsichhaut. Ja, klar. Hat Wache, muss schon gleich alles auffliegen, weil ich ja meine Pfirsichhaut baden muss. Lass mich in Ruhe. So, hast du gar nichts zu melden. Ich glaube, ich werde meine. Oh, da ist noch einer. Du hast auch nichts zu melden. Ich werde mal hier gleich, wenn ich den kaputt geklöppelt habe. Danke. Und ich hier meine neue Armee platzieren. Natürlich gehen die alle zu mir, das brauche ich eigentlich gar nicht. So, und ich werde stärken. Das ist das Beste, eine tragbare, starke Armee. Eigentlich müsste ich für jedes Skelett so ein Schild machen.
Oder ich müsste durch einen anderen Schild erlernen, der einen physischen Schaden abwehrt. Wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Oh Mann, meine Nase, meine Nase. Soll er aufhören, auf mich zu schießen? So, müsste hier sein. Super, Lexi, ja danke, es ist gut zum Verkaufen. Aber mir auch nicht. Ah, Seitengasse, okay, da geht's zum Pirscher. Kommt nur nachts raus, das heißt, da es Nacht ist, werde ich gegen ihn battlen müssen. Schmetterlinge. Ich bin noch hier richtig oder doch nicht? So, Höhleneingang. Ich bin ein bisschen skeptisch. Haut ihr die Schmetterlinge kaputt oder macht ihr gar nichts? Super, Elixier. So, dann noch mein Dämonenritter Deluxe. Den ich verschärfe, aber euch beide verschärfe ich auch. Und mein Schild erneuere ich. Warum folgst du mir nicht? Ja. Toll. Toll, dass mir nur ein Skelett folgt. Mach auf die Tür. So, daneben hier eine Armee. Ach du Scheiße. Oh, du hast den Vampir-Typen echt gut vernichtet. Oh, die sehen böse aus, aber irgendwie scheinen sie nicht allzu viel auszuhalten. Oh, da ist noch einer. Hoppla. Okay, tragbare Armee. Sind noch mehr. Los, schnappt sie euch. Oh, noch viel, viel mehr. Ich glaube, da muss ich auch von meiner Axt Gebrauch machen. Oh. Das sind viele, aber sie scheinen nicht allzu viel auszuhalten. Das Schöne ist, wenn ich mal wieder ein paar Aufnahmen hier gemacht habe von, kann ich bei Schmacki gucken, wo der ist. Denn jetzt mal im Ernst, ich habe ziemlich vorangezockt jetzt, polierter Plattenpanzer, geil. Jetzt ziemlich vorangezockt und jetzt sollte ich mir mehr als genug erstmal von Schmacki reinziehen können. Oh, da unten. Leute. Ich habe einen gesehen, da. Haut ihn. Da ist er. Da ist er doch. Oh mein, das mir folgende Skelett geht gleich drauf. Aber nicht von dem hier. Gucken. Was gibt's denn hier noch alles? Interesting. Also dieser komische Typus, den ich da ordentlich auf die Omme hauen muss, wenn der genauso ein Schlappschanz ist wie die da, dann sollte das an sich kein großartiges Problem sein. Und diese Kerle halten echt nicht viel aus. Die sind wie Butter. Und ich merke gerade bei Erkais Freudenstachel, dass es da schon bei der Grade 8 ist. Oh. Oh, und das sind auch mehrere. Skelett, greif an. Ich will, dass du mit dem nächsten Schlag tot bist. Gut, dann locke ich das Vieh hier in den Hinterhalt. So. Und mein Skelett ist tot, das macht auch nichts. Ich werde so machen, ich werde Giftgas auf dich schießen. An der Wand. Wo ist denn das Giftgas? Da.
Ich weiß gar nicht, ob das Ding was ausmacht. Ja, natürlich rennt mein Ritter auch noch rein. Bist du denn total bescheuert? Erfahrung 5000, warum so viel? Ich glaube, ich müsste echt mal in der nächsten Stufe diese Fertigkeit da aufmotzen, von wegen, ja, du kriegst einen ganzen Haufen Erfahrung dazu. Pro Vieh oder pro Quest erfüllen. Aber das scheint wohl echt praktisch zu sein. Habe ich ihn getroffen? Ja, er leidet gerade, aber das Gift scheint ihm nicht allzu viel auszumachen. Logisch, das ist auch ein Ghoul. Warum greife ich einen Ghoul mit Gift an? Bin ich des Wahnsinns? Aber das ist immer ein Untoter. Ein Untoter kann nichts gegen Feuer auslösen. Jagdbogen der Athletik. Schaden 11 bis 148. WTF. WTF. Was für ein Damage. Aha, das hast du Brandblasen. Jetzt willst du dich rächen, aber du kommst an meinen Leuten nicht vorbei. Och, wie niedlich. Hoppla. Was für ein Run gerade. Was für ein Run. Das macht echt Bock, wenn der Typ, der mir nicht gerade um die Ecke warten würde. Spät ist es 5:16 Uhr. Wenn es so weitergeht, würde ich am liebsten noch eine Folge machen, aber ich glaube kaum, dass sich das zeitlich ausgehen wird. Obwohl, das RKS dauert noch 11 Minuten. Wenn ich noch eine Stunde machen würde, wäre es 6:16 Uhr in etwa. Wenn man bedenkt, wie ich schon mit zufallenden Augen kämpfe, die ganze Zeit, dann weiß ich ja nicht, ob das so klug wäre. Starker Regenerationstrank oder super Regenerationstrank, das ist dasselbe. Halt auf ihn! Auf Energie zu saugen. Er ist total verzweifelt. Ein kleiner Trank und da auch ein kleiner. Sollte ich? Ja, nein, vielleicht. Da geht's rein. Nee, das ist nur, da, nur ein anderer Weg dafür. Das sind ein Haufen Vampirviecher. Ich brenne! 5003 Erfahrungspunkte, das ist schon eine ganze Menge Holz. Zerstörte Rüstung. Okay, jetzt werde ich langsam unruhig, würde ich sagen. Es wird wirklich einen nähern. Er zittert vor der Macht des Pirschers. Warum will mich hier eigentlich jeder reinlegen? Oh, sieht geil aus. Glaubt ihr wirklich immer noch an euren Sieg? Nein. Ihr seid also der Pirscher. Weshalb ließ ihr mich am Leben, als ihr mich im Wald antraft? Ich bin in diese Hölle verbannt worden. Die Elfen haben meinen Fluch über mich ausgesprochen. Ich habe herausgefunden, dass mir eine kleine Änderung des Nekroschiff-Zauberspruchs erlaubt, mich frei durch die Wälder zu bewegen. Allerdings nur in der Gestalt von Quintus Noramond. Dieser Form war es mir möglich, sorglos Reisende in meine Höhle zu locken und mich an ihrem Fleisch zu laben. Ein listiger Plan, Dämon, aber leider hat er einen Fehler. Ihr habt mich in eure Höhle gelockt und nun sollt ihr sterben. Ruf 2. Warum Ruf 2? Igitt! Leute, seid ihr irgendwo da? Ich weiß gerade nicht, ob das Viech hier irgendwie mächtig ist oder so. Was habe ich da gesehen? Ach, ich bin doch so blöd. Sag mal. So, ich muss mal den erschaffen kurz. So. Lass mich in Ruhe. Ja, blitz ihn. Das ist voll klug, dass er ihn die ganze Zeit blitzt. Jetzt 2, 3, 4. Gut, 1 geht hoch.
Sag mal, jetzt geht's ordentlich. Hau ihn! Nicht mich. Oh, gut, gut, gut. Gut gemacht, Leute. Oh, das war gut. Das war sehr gut. Alles klar, meine Lieben. Ihr seid echt geil. Ich muss mich ausholen. Halt die Schnauze. Du musst hier gar nichts machen. So. Und Todesar, den Pirscher töten. Ich habe Erfahrung ohne Ende bekommen, aber gibt es hier nicht noch eine Belohnung? Offensichtlich nicht. Ich war einfach nur den Pirscher vernichtet, das war alles. Egal. Ist der Pirscher tot am Boden zu meinem Fuße? Hahaha. Ich könnte mal die Kisten dann ein paar Mal verschieben, aber ob das was wird, ich weiß nicht. Was? Warum habe ich gerade genießt? Was soll das? Status. Ruf 18. Ich hatte gerade Ruf 2. Warum habe ich genießt? Habe ich irgendwie eine Krankheit oder so und ich sterbe bald? Halt die Schnauze. So, bist ein Erzmagier, wenn das so ist. Mein Schattenritter muss einstecken. Du bist so feige, weißt du das? Na, warte. Willst du das auf die Tour, du Feigling? Elender Feigling, das gibt's doch nicht. So, Boden setzen und abhauen. So, ich sag dort ab, verpiss dich, Skelett. So, warum habe ich gerade genießt? Was soll das? Ist das ein Anzeichen dafür, dass ich gleich krank werde oder so? Kein Marathon, kommt doch ein. Nein, besser als gar nichts. Das war's auch schon. Wenigstens Geld. Ja, 1900. Ich kann dir irgendwas verkaufen. Weg damit. Die Orange brauche ich auch nicht. Super Regenerationstrank gebe ich aber auf. Ist 30.000, gut. Ein Buch? Nee. Nordtank hast du auch nicht und Geld hast du 1200 exakt. Was ist das, du Plattenpanzer? 210. Der scheint sehr stark zu sein. So, weg mit dem Zeug, das verbraucht nur Platz. Ich merke gerade, es läuft das Ending von Erkais Freundstachel. Das heißt, allzu lange dauert das jetzt nicht mehr. Also dieser Part hier. Das war alles. Ein bisschen Geld hast du. Ich gebe dir stattdessen den Bogen. Du gibst mir auch ein bisschen Kohle drauf. Und auch das geben und du gibst mir Restkohle drauf. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kann sein, dass ich in die Holztruhe da Sachen reinlagern kann. Ich bin gesättigt. Das werde ich gar nicht gern. Und das war mein letzter Magietrank. Egal, gehen wir. Wird schon. Soundbug. Wie immer. Gut. Ich reiche gleich ein Level ab. Das
Wäre eigentlich geil, wenn ich es erreichen könnte. Oh ne, 1000 Echsenmänner. Leute, macht euch bereit. Ihr habt einen Unterstützer. Die Schnauze. Da, frisst Feuer. So, da hinten steht auch noch einer. Auf. So. Meine Mana lässt nach. Das heißt, ich muss dann in die Offensive gehen. Steintunnel, jetzt halt zwei Gegenstände. Oh nein, nein, nein. Ja, natürlich treffe ich ihn jetzt nicht. Ja gut, dann muss ich eben so kämpfen. Komm her. Habe ich gerade die Superheilung gesoffen? Scheiße. Komm her. Auf yeah zu sagen. So yeah, geil, yeah. Ich bin skeptisch. Dieser Brunnen sieht mir so verdächtig aus. Ein Bogen und ein Smaragd. Wir schmeißen das in den Brunnen rein. Auf jeden Fall ist da eine Hütte. Wer weiß, was da drin ist. Lass mich raten. Wieder jemand, der mich übers Ohr hauen will. Schild. Habe ich was gesehen? Du schon wieder. Könnte dir aufhören, mir auf den Sack zu gehen? Und nur zu dir. Mach nicht yeah, yeah, ich bin der Beste, yeah. Wo denn, hä? Ist der Beste im Sterben höchstens. Oh. Noch einer, der auf die Schnauze will. Ich meine, ich mache zwar viel Schaden, aber ich treffe kaum. So, da ist die Bude. Wie gehört die denn? Ich bin nicht da. Ich besuche gerade meine Mutter oder so. Stört mich nicht. Verschwindet. Das sieht mir verdächtig aus. Oh. Ich merke gerade, RKS Freudenstachel wiederholt sich wieder von vorne, weil ich habe ja die Autowiederholungstaste aktiviert. Na gut, dann jetzt nervt die langsam echt. Scheiße. Ja da. So. Jetzt reicht's. Was zu viel ist, ist einfach zu viel. Oh, da ist noch so eine Blitzkröte. Blitzechse, wie auch immer. Hier da auch nicht viel aus. Da ist ein Seil, da ist ein poliertes Rechen. Da ist gleich eine Totechse näher. Und ich muss Zeug reparieren. So, jetzt aber will ich gucken, was da ist. Matisio, okay, ich pack das mal weg und rede mit ihm. Pff, was zum schon wieder Besuch. Und das nur 5 Monate, nachdem ich den letzten Besuch abgewimmelt habe, hat man denn niemals seine Ruhe. 5 Monate. Bevor ich mich mit dir verscherze, kaufe ich erstmal ordentlich bei dir ein. Du hast mit mir gerade einen richtig geilen Kunden. WTF! Du hast gerade das Große losgezogen, mein Freund. Da. Warum so unfreundlich? Wenn dir kein Besuch wünscht, so braucht ihr doch lediglich ein Warnschild mit der Aufschrift Vorsicht, bissiger Drache vor eurem Anwesen bin. Bitte von euch einige Tränke erwerben, alter Herr. Ich bin bestrebt, mein dürftiges Wissen über die Alchemie zu vertiefen. Könnte mir dabei behilflich sein? Helfen euch! Deutet ihr etwa an, meine Schülerin werden zu wollen? Auf der Liste der Dinge, die ich als
baulich bezeichnen würde, reagiert dieser Vorschlag nicht gerade unter den oberen 300, aber was? Nun dann, so sei es. Abgesehen davon, dass ihr noch jung und grün hinter den Ohren seid, denke ich, euer kräftiger Körper erlaubt euch ein wenig zu rennen, wandern. Worauf wollt ihr hinaus? Es gibt da eine besondere Pflanze, die ich benötige. So wollt ihr, dass ich diese Pflanze für euch finde? Das ist alles? Oh, nicht so heilig. Da gibt es noch etwas zu wissen. Die besagte Pflanze wird von einem alten Baum bewacht. Bewacht? Von einem Baum? Ihr beliebt zu scherzen. Ich glaube, ich weiß schon, wo ich hin muss. Ihr hört nicht richtig zu. Hierbei handelt es sich um keinen gewöhnlichen Baum. Versucht gar nicht, erst ihn zu attackieren, da es nämlich unmöglich ist. Auch wenn dieser Baum eine furchtbare Angst vor Holzfällern hat, er glaubt, dass sie eine Art von Magie besitzen, die ihm schaden kann. Vor langer Zeit hat ihn wohl ein gewitzter Zwerg von dieser lächerlichen Geschichte überzeugt. Wo finde ich diesen alten Baum? Oh ja, der Ort ist leicht zu finden. Geht von hier aus ostwärts, immer schön brav der Nase nach und überquert die Straße. Geht weiter nach Osten und ihr könnt den Baum nicht verfehlen. Das ist eine Falltür. Alles klar, mein Freund. Alchemist im Dunkelwald will mir bei der Alchemie beibringen. Ja. Ich werde aber trotzdem meine Ausrüstung, auch wenn es nur notbedürftig ist, reparieren. Ist denn kaputt? Schon wieder die Axt. Gut, aber jetzt mal im Ernst. Ich würde gerne noch das Level up erreichen, aber der Part geht wahrscheinlich schon viel zu lange. Weil das RKS Freundstachel Longplay ist jetzt auch schon wieder. Fängt auch schon wieder von neu an. Also geht dieser Part jetzt, glaube ich, fast anderthalb Stunden oder so. Gut, dann würde ich sagen, das war Divine Divinity für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.